Fotos und Videos zur gleichen Zeit anzeigen, das geht mit dem Layout-Effekt. In diesem Video zeige ich euch, wie das funktioniert. Hallo, hier ist Nadine von Aquasoft. Und wie ihr schon im Intro gesehen habt, nehmen wir uns heute nochmal den Layout-Effekt vor, aber diesmal mit dem Fokus auf Videos bzw. einfach der Mischung zwischen Fotos und Videos, denn oftmals ist es ja so, dass eure Kamera auch eine Videofunktion hat oder ihr benutzt einfach gleich das Handy und macht damit Fotos und Videos und da passt es doch ganz gut, wenn ihr den Layout-Effekt benutzt und das dann alles miteinander kombiniert. Ich habe für euch dazu drei Beispiele mitgebracht. Im ersten Beispiel seht ihr, kommen die Fotos hier so von der Seite rein und dann habt ihr hier im großen Bereich das Video. Jetzt gehen wir mal zum zweiten Beispiel, da habt ihr Hochkantvideos, also so wie man sie normalerweise auch mit dem Handy aufnehmen würde. Da habt ihr links und rechts eben ein Hochkantvideo, in der Mitte ein Foto und dann zeige ich euch an diesem Beispiel auch nochmal, wie ihr über dieses Layout noch Elemente legen könnt. Hier im dritten Beispiel, da haben wir dann vier Videos, die zur gleichen Zeit angezeigt werden. Und da zeige ich euch mal, was hier die Besonderheit ist. Diese Videos, die tauschen dann ihre Plätze. Starten wir doch mal gleich mit dem ersten Beispiel und schauen uns mal an, wie das aufgebaut ist. Also ihr seht ja schon, da gibt es mehrere Spuren. Ich habe das auch alles in ein Kapitel gesteckt. Das hat den Hintergrund, dass ich hier nicht nur das Layout haben wollte, sondern ich wollte auch noch einen weißen Hintergrund haben. Also ich habe ein Kapitel, einen weißen Hintergrund und den Layout-Effekt. Und wir bauen das Ganze jetzt einfach mal Schritt für Schritt nach. Da habe ich mich nämlich schon bei den bereits fertigen Layouts bedient. Das könnt ihr auch machen. Die findet ihr hier in der Toolbox unter Layouts. Und da habe ich jetzt dieses hier genommen. 4 Bilder 8. Ziehe ich einfach rein. Und dann seht ihr ja, das ist jetzt wirklich nur der Layout-Effekt ohne alles. Ich klappe mal meine Beispiele zu, damit die uns jetzt hier nicht durcheinander bringen. Das erste, was ich mache, ich verpacke meinen Layout-Effekt nochmal in ein Kapitel. Das kann ich hier einfach mit diesem Button machen, Auswahl in Kapitel zusammenfassen. Und jetzt hole ich mir gleich mal einen weißen Hintergrund und da nehme ich einfach nur das Rechteck. Das findet ihr bei den dynamischen Formen. Da ist es wichtig, dass ich das in die erste Spur ziehe. Also ganz oben im Kapitel liegt hier schon mal das Rechteck. Jetzt gehe ich gleich nochmal auf diesen Layout-Effekt. Und dann seht ihr ja, sind hier schon Platzhalter drin. Wenn ich jetzt nur mit Fotos arbeiten würde, wäre es super einfach, denn dann könnte ich einfach die Fotos hier raufziehen. Ich mache das auch mal. Da, wo wir Fotos haben wollen, ziehe ich auch welche rauf. Ihr seht, ich brauche das hier nur raufziehen, dann gibt es diesen gestrichelten gelben Rahmen. Dann kann ich loslassen und dann ist das Foto da drin. Aber ja, wie kriegen wir das Video jetzt hier rein? Wenn ich einfach hier ein Video raufziehe, funktioniert das Ganze nicht. Ich platziere also erstmal das Video hier in der Spur darunter, nehme dann aber den Platzhalter auf jeden Fall weg, sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Und dann passe ich das Video hier auch nochmal an und nehme auch die Einblendung mal raus. Jetzt haben wir quasi drei Fotos und ein Video und ich spiele das Ganze auch mal an. Das funktioniert schon mal und jetzt kann es ja sein, dass ihr da noch ein bisschen mehr dran rumspielen wollt, ein bisschen mehr Pep reinbringen möchtet. Ihr könntet es zum Beispiel so machen, dass diese drei Bilder von der Seite reingeschoben werden. Dazu markieren wir uns die mal. Ich klicke auf das erste, dann halte ich die Steuerung-Taste gedrückt und klicke noch auf die anderen zwei. Jetzt sind die hier so blau markiert und ich kann mal zu den Einblendungen gehen, gehe hier auf Anpassen und da gibt es die Einblendung Schieben. Ja, und weil die sich ja auf der linken Seite befinden, mache ich den Pfeil, der das Ganze hier von links reinfahren lässt. Und dann können wir auch noch mal gucken, wie das aussieht. Jetzt kommen die so als ganzer Block rein. Und jetzt gibt es noch eine Feinheit, die man ändern könnte. Man könnte das Ganze so stufenartig machen. Also, dass jetzt das zweite Bild etwas später kommt und das dritte Bild dann zuletzt. Dann passe ich hier nochmal die Länge
der beiden Bilder, die ich verschoben habe, an. Und jetzt zeige ich euch das Ganze mal in groß. Jetzt kommen die Bilder hier so nach und nach und das Video, das läuft schon. Das wäre das erste Beispiel, was ihr machen könntet. Ich nehme das hier mal wieder raus und dann gucken wir nochmal in das zweite. Das ist wirklich ganz, ganz simpel, denn da haben wir nur den Layout-Effekt ohne Hintergrund. Aber wir brauchen trotzdem ein Kapitel, denn hier brauchen wir nicht nur den Layout-Effekt, sondern es kommt noch ein Element hinzu. Dann machen wir es mal so. Ich schließe das hier wieder, damit es uns nicht durcheinander bringt. Und jetzt brauchen wir wieder das Kapitel. Und jetzt hole ich mir den ganz normalen Layout-Effekt, den ihr unter Objekteffekte findet. Wenn ihr den hier ins Kapitel zieht, lasst erst los, wenn hier Einfügen steht, damit er auch wirklich sich im Kapitel befindet und nicht, dass der Layout-Effekt dann auf das Kapitel angewendet wird. So, jetzt ist er hier drin, jetzt fehlt noch Inhalt natürlich. Und da habe ich schon was vorbereitet, da habe ich hier diese schönen Hochkant-Videos. Die füge ich mal ein. Und dann hatte ich hier noch so ein schönes Sonnenblumenbild. Jetzt habe ich die hier eingefügt, aber wichtig ist, dass die untereinander angelegt sind, so wie wir das eben auch schon hatten. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich ja die Elemente zur gleichen Zeit anzeigen möchte. Also müssen die in der Timeline auch untereinander angeordnet sein. Ich habe wieder alles ausgewählt mit gedrückter Steuerung-Taste und dann wähle ich hier bei Einblendung keine. Und für die Dauer stelle ich halt für alles die gleiche Dauer ein. So, jetzt haben wir hier den Layout-Effekt. Es sieht aber noch ziemlich merkwürdig aus, denn wir müssen hier bei Layout erstmal sagen, was wir überhaupt haben wollen. Und da die Videos ja vertikal sind, gehe ich hier einfach mal nach den Piktogrammen und wähle horizontal gleichmäßig. Dann nehme ich den Rand weg, den Zwischenraum, den nehme ich auch weg. Und jetzt ist es so, ich spiele es mal kurz an, dann seht ihr es deutlicher. Hier links und rechts bewegt es sich und in der Mitte habe ich eben ein Standbild. Und damit das Ganze jetzt noch ein bisschen mehr Tiefe bekommt, habe ich mir überlegt, könnte man ja eigentlich super noch einen Text drüberlegen. Beim Text ist es so, ich habe jetzt hier mal ein Textobjekt aus den Standardobjekten der Toolbox reingezogen. Das Textobjekt, das darf sich auf keinen Fall hier im Layout befinden. Das würde dann nämlich eine eigene Reihe bekommen und damit wäre euer schöner Effekt futsch. Wichtig ist also, dass sich das Textobjekt hier außerhalb befindet. Ja, und da könnt ihr dann selber kreativ werden. Also ihr könntet jetzt eben hier den Text unterbringen, aber ihr könntet natürlich auch noch andere Elemente einfügen, die gut passen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas haben, aber bestimmt haben wir noch was. Hier im Bereich Dekorationen gibt es ja auch die ganzen einfarbigen Elemente. Da könnte man sicherlich auch noch irgendwas Schwungvolles einbringen. So zum Beispiel. Dann lösche ich das hier wieder und wir springen mal zum dritten Beispiel. Da gibt es wieder ein Kapitel. Im Hintergrund liegt wieder ein weißes Rechteck. Das hat damit zu tun, dass ja hier in diesem Layout-Effekt eine Animation vorhanden ist und die Bilder die Plätze tauschen. Wir können uns das auch gleich nochmal anschauen. Jetzt habt ihr es gerade gesehen, wenn die Bilder die Plätze tauschen, sieht man nämlich für einen kurzen Moment den weißen Hintergrund. Und da ist es eben ganz gut, wenn ihr hier sowas habt, denn sonst würde man nämlich sehen, was vorher liegen geblieben ist. Und das wollt ihr wahrscheinlich meistens nicht. Und zusätzlich habe ich hier auf den Layout-Effekt dann auch noch einen LUT-Effekt, also einen Fotofilter, angewendet. Ich hole wieder hier ein Kapitel aus der Toolbox, füge wieder, wie ihr es schon gesehen habt, einfach ein Rechteck ein. Und jetzt hole ich wieder den ganz normalen Layout-Effekt und ziehe ihn hier rein. Und alles, was ich jetzt noch brauche, sind eben 4 Videos. Da passe ich gleich mal die Dauer der Videos an und auch die Einblendung, die stelle ich hier mal auf keine. Und das kennt ihr ja jetzt schon, das ist wichtig, dass die untereinander angeordnet werden.
Und wenn ich jetzt auf den gelben Rahmen des Layout-Effektes klicke, seht ihr schon, wie das jetzt angeordnet ist. Und da steht ja jetzt Gitter horizontal und das kann auch so bleiben. Also ihr könntet es nochmal ändern, aber im Grunde genommen wollen wir, dass jedes der Videos gleich viel Platz hat. Man könnte jetzt hier auch auf zufällig aufteilen gehen, dann würdet ihr einen sehr dynamischen Ausschnitt bekommen. Aber ich gehe jetzt mal hier auf Gitter horizontal, sodass alles im Grunde genommen gleich ist. Und jetzt könnt ihr noch eine Animation hinzufügen. Da habe ich die Option Bilder tauschen gewählt und ich bleibe jetzt mal bei 2 Bewegungen. Ihr könnt sogar auch die Startposition ändern. Und ihr könnt auch sagen, wie lang die Animationsdauer versus die Standzeit sein soll. Ich lasse das aber jetzt erstmal so, wie es hier ist ungefähr. So, und dann gucken wir uns das doch mal an. Ich glaube, wenn ihr sowas nehmt, wo eben 4 Videos gleichzeitig angezeigt werden, es ist ganz gut, wenn ihr eure Zuschauer und Zuschauerinnen nicht überlastet, wenn also nicht zu viel passiert in den einzelnen Videos. Hier habe ich versucht, Videos zu nehmen, die so ein bisschen ähnlich sind. Wenn euch das nicht ganz gelingt, wenn die Videos von den Farben her doch ziemlich stark voneinander abweichen, dann habt ihr noch die Möglichkeit, den LUT-Effekt zu nehmen. Den findet ihr hier bei den Live-Effekten. Und den könnt ihr jetzt einfach hier auf den Layout-Effekt ziehen, sodass ihr hier diesen gelben Rahmen bekommt. Und dann könnt ihr quasi diesen 4 unterschiedlichen Videos doch einen ähnlichen Farbfilter verpassen. Und guck mal, die sind hier ziemlich gut sortiert. Da habt ihr hier auch die Fotofilter. Die finde ich sehr schön. Könnt ihr zum Beispiel Sepia nehmen oder Orange. Müsst ihr mal gucken. Die sehen jetzt natürlich, wenn ihr das zum ersten Mal anklickt, sehr krass aus. Aber da könnt ihr bei der Stärke sehr gut zurückrudern wieder und das reduzieren, sodass es auch realistisch aussieht und wirkt. Vielleicht ist diese Version des Layout-Effektes mit den vielen Videos etwas, wenn ihr ein Intro verwendet oder eine Zwischensequenz, einfach um schon mal ein bisschen einen Vorgeschmack zu wecken auf das, was noch kommt, um ein bisschen neugierig zu machen oder vielleicht als kleine Zwischensequenz, um eure Zuschauer und Zuschauerinnen wieder ein bisschen wacher zu machen. Ich hoffe, ihr habt das Video gut mitverfolgen können und vor allen Dingen hoffe ich, dass es euch etwas nützt und hilfreich ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es das war. Und wir sind auch immer wieder gespannt und offen für eure Videowünsche. Dieses Video hat mir meine Kollegin erzählt, wurde von euch öfter mal per E-Mail gewünscht. Und diesem Wunsch bin ich jetzt mal nachgekommen. Also bis bald und tschüss.